Hi, Joe. It's Elizabeth Finch, your grandfather's lawyer. We spoke a few days ago, and like I told you, we did the reading of the will today. He bequeathed his manor at South Matlock. Just come by our offices to sign some documents and pick up the keys. Farewell, Joe. Hallo und herzlich willkommen zu Insomnis. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist gruselig. Naja, wir spielen ja auch ein Horrorspiel. Das haben Horrorspiele so an sich. So, okay, ich schaue mich hier erstmal um. Ich will hoffen, dass das mit der Aufnahme alles klappt. Ich habe eine neue Facecam und die ist dezent gewöhnungsbedürftig. Was soll ich denn hier machen? Achso. Kann ich mein Licht hier auch wieder ausschalten mit F? Nee, geht irgendwie nicht. Okay. Aber wir haben Strom, das ist gut. Erstmal genauer umschauen hier, ob wir hier noch irgendetwas finden. Ein Schlüssel nehmen wir mit. Achso, einen Zug kriegt man die nicht mehr. Oh, komisches Haus. Naja, okay, gut. Klemmt wohl alles ein bisschen. Ist ja auch schon alles etwas älter, nicht? Da soll das schon mal vorkommen. Okay, hier haben wir einen Hut, den brauchen wir nicht. Hier kann ich wahrscheinlich nicht mehr raus. Und hier haben wir kleine Handabdrücke oder große Handabdrücke, ich weiß nicht so genau. Na gut. Aha. Ich weiß noch nicht so genau, worum es in diesem Spiel geht. Time's not been fair to this house. Ja. Das kann gut sein. Was soll das da sein? Also ja, eine Frau ist schon klar, aber da an der Seite. Okay, ich frag ja nicht mehr. War nicht so gut die Frage. Ach du meine Güte. Aber was haben sie denn mit dir gemacht? Ist die Tür zu? Komm ich ja auch nicht mehr. Okay, die andere Tür auch. Oh, das ist sehr, sehr dunkel. Ich hoffe, man erkennt auch was. Und ja, ich druckse gerade ein bisschen rum. Ich hab Schiss. Wer hätte es gedacht? Nur ganz schön. It seems that no one has entered to this kitchen for a long time. Ja, genau das hätte ich jetzt auch gesagt. Willst du nicht irgendwas mitnehmen? Ich versuch's gar nicht erst. Wir haben eine Flasche. Immerhin. Das sagt aber auch nichts zu. Achso, die legen wir wieder zurück. Achso, das hier geht aber auch wieder zu. Sehr schön. Und ein was? Kakao Max? Ich weiß nicht. Ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ice Jaws. Ja. Auf jeden. Insomnis. Aha. Ach, das können wir nehmen. Okay. Dann machen wir das. Vielleicht brauchen wir das später noch. Anscheinend habe ich das jetzt in meinem Inventar.
Ich hatte das Spiel jetzt vorher nicht angezockt, also ich muss mich steuerungsmäßig erstmal hier reinfinden. Und ich glaube, ich muss die Mausempfindlichkeit auch ein bisschen runterstellen. Irgendwie ist das doch ein bisschen. Geht das gut? Okay, jetzt geht's hier lang. Warte mal eben. Ich hab jetzt. Es ist schon. Es hat schon eine gruselige Atmosphäre. Gibt es hier auch Lichtschalter? Ach, in der Tat. Was? Geht nicht? Warum geht das nicht? Gibt es Gründe dafür? Ach, okay. Alles klar. Das ist ein Speicher. Nee, das ist kein Lichtschalter. Oder vielleicht schon, aber... Okay, es funktioniert nicht. Oder ich weiß es nicht. Ich guck einfach. Es bleibt mir auch anders über. Text anzeigen. November 1991. Guten Morgen, Großvater. Ich bin jetzt schon seit ein paar Monaten hier und du hast meine Postkarte immer noch nicht beantwortet. Ich nehme an, du bist beschäftigt. Mir geht es gut. Hier ist alles in Ordnung. Sie sind ein bisschen ernst. Der Unterricht wird sehr langweilig. Ich fahre über Weihnachten nach Hause. Denken Sie daran, mir Geld für das Ticket zu schicken. Ich freue mich drauf, von Ihnen zu hören. Was, hat der nicht mit seinem Großvater gesprochen? Muss er den siezen? Oder ist das jetzt einfach nur doof übersetzt? Ich weiß es nicht. Ist ja nicht schlimm, wenn es so ist. Es klingt dann immer so lustig. Also in meinen Ohren zumindest. Früher war das, glaube ich, sogar normal, ne? Da hat man die älteren Herrschaften, glaube ich, gesiezt. Oder bei den Adligen zumindest. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Aber irgendwie geht das hier alles nicht. Was ist das? Aha. Braucht anscheinend kein Licht. I'll have to look for a battery. Ah ja, wir brauchen Batterien. Vielleicht funktioniert es ja dann. Warum auch immer. Oh, das ist so krass dunkel. Okay. Hier ist ein bisschen heller. Hier ist schön. Hier bleibe ich. Ach du meine Güte. Das ist mal ein langer Text. Ich, Roman Castevet, derzeit wohnhaft in Castevet Family Orphan House, ja, und dann steht hier noch eine Adresse, die lese ich jetzt nicht vor, Vereinigtes Königreich, bei klarem Verstand und gutem Gedächtnis über 18 Jahre alt oder rechtmäßig verheiratet und nicht unter Zwang. Drohung, Betrug, Irrtum oder unzulässiger Beeinflussung stehend. Mache, veröffentliche und erkläre, Gott, oh Gott, oh Gott, meinen letzten Willen und den Widerruf aller von mir zuvor gemachten Testamente und Kondizile. Erstens. Ich verfüge, verlange aber nicht, dass die Kosten meiner letzten Krankheit und Beerdigung, die Kosten der Verwaltung meines Nachlasses und alle Nachlass-, Erbschafts- und ähnlichen Steuern, die in Bezug auf das zu meinem Nachlass gehörte Vermögen zu zahlen sind, unabhängig davon, ob es aufgrund dieses Testaments übergeht oder nicht, so wie alle darauf entfallenden Zinsen oder Bußgelder aus meinem Nachlass gezahlt werden, ohne Aufteilung und ohne Recht auf Rückerstattung durch einen Begünstigten dieses Vermögens. Ich möchte in unserem Familienmausoleum neben meiner verstorbenen geliebten Frau Beatrice Castevet beigesetzt werden. Zweitens, ich vermache und vererbe mein gesamtes materielles persönliches Eigentum, das sich zum Zeitpunkt meines Todes in meinem Besitz befindet, einschließlich, aber nicht beschränkt, auf persönliche Gegenstände, Kleidung, Schmuck, Möbel, Pelze, Hausrat, Autos und andere Fahrzeuge sowie alle Rechte, die ich im Rahmen der entsprechenden Versicherungspolice habe, an meinen Enkel Joe Castevet
falls er mich überlebt oder falls er mich nicht überlebt, gemäß einer schriftlichen Erklärung dieser Liste, die ich zu erstellen und zu unterzeichnen beabsichtige, über dieses Vermögen oder einen Teil davon zu verfügen, wie es nach dem Recht des Vereinigten Königreichs zulässig ist. Okay. Entschuldigung, ich wurde gerade abgelenkt. Ja, okay. Wo steht hier dieser Stuhl? Oh, ein Teddy. Oh, den können wir nehmen. Ah, okay. Okay, was mache ich denn damit mit dem Teddy? Sollte ich da gründlicher nachsuchen? Oh, hier ist eine Truhe. Und die ist für was? Was ist das? Okay, ich weiß es nicht. Warte mal. Können wir ja später noch nachgucken nach den Teddys? Ich glaube, wir kommen hier noch öfter lang. Da, huibu, da ist noch ein Zettel. Nehmen wir uns gleich. Hier ist noch eine Postkarte. Es ist der Jahrestag von Großmutters Tod. Ich hoffe, du bringst ihr Blumen mit. Februar 96. Ist das Großmutter? Ich weiß nicht. Die Musik, die ist so creepy. Also ja, halt sehr alt. Müssen wir hier was hinlegen? Und wenn ja, wofür? Wollen wir dann Klavier spielen? Und eine Postkarte. September 91. Hallo Opa, ich habe mich bereits in der Schule eingelebt. Der Ort ist ein bisschen kalt. Ich kenne die Leute noch nicht. Ich glaube, das gibt mir dieses Gefühl, morgen beginnt der Unterricht und ich bin ein bisschen nervös. In dem Zimmer schlafe ich mit zwei Jungs, die ich noch nicht kenne. Die aber lustig zu sein scheinen. Ich schreibe ihnen nächste Woche und lasse sie wissen, wie es läuft. Sie lassen uns das Telefon nicht benutzen. Liebe Grüße an dich. Ja, okay. Gut, dann lesen wir den. Was sind denn das hier für Zimmer? Die Tür ist locked. Die nicht. Aber warte mal eben. Bisschen schnell, ne? Da müssen wir auch noch durch. Ich muss mal eben auf die Aufnahme schauen, aber wir haben noch genug Zeit. George Trevor, Architektur, Rechnung, Roman Castevel. Beschreibung, Vorstudio, Ausstellung von Skizzen und maßgerechten Plänen. Entwurf 20%, beschreibender Bericht über die technischen und beraterischen Merkmale der Arbeit und die konkrete Lösung, Basisprojekt. Achso, okay. Ich will noch mehr von diesen Kuscheltieren. Ja, mach mal zu. Ah, da! Ja! Das ist cool. Da ist auch noch ein Text. Oder auch nicht. Ja, sorry Leute, das kann ich nicht lesen. So leid es mir tut, das ist doch ein bisschen klein. So gut sind meine Augen nicht mehr. Hier haben wir wieder eine Postkarte.
Januar 1992. Guten Morgen, Großvater. Du hast mir kein Geld geschickt. Das ist eine Frechheit. Um über Weihnachten nach Hause zu fahren und auch die Fahrkarte hast du nicht geschickt. Also habe ich das ganze Weihnachtsfest hier ganz allein verbracht. Zum Glück ist einer meiner Kollegen bei mir geblieben. Ist etwas passiert? Ich hoffe, sie hatten einen schönen Urlaub. Ich vermisse dich. Ja, okay. Oh ja, dem Spiel noch nicht so ganz, ne? Ich hab schon so kleine Hände hier. Was ist denn hier passiert? War hier noch irgendwas drin? Ne? Achso, ist das nicht die Küche? Hier waren wir doch schon, ne? Ist das hier nur so ein Durchgang? Okay. Dann gehen wir da hinten rein. Wir brauchen unbedingt Batterien. Bis jetzt habe ich noch keine gefunden. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Das Haus ist viel zu groß. So, hier haben wir noch eine Karte. November 92, Großvater. Was ist das? Kein Telefonanruf, kein Brief, kein Pfund. Ich habe schon lange nichts mehr von Ihnen gehört. Großvater, sag mir etwas. Ich bin besorgt. Was auch immer mit Großvater passiert ist. Akademische Laufbahn. Name des Schülers Roman Castevert. Studentennummer. Ja, lass ich mal so stehen. Geburtsdatum 15.09.37. Erstes Semester Chemie und Gesellschaft. Eine Ehrung. Kalkül und diskrete Mathematik. Ingenieurwissenschaften. Ehrungen, ja. Vektoren und Matrizen. Honors und Degree. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Oder Degree, ich weiß nicht genau. Mechanik, Optik und Wärmephysik. Pass. Technische Planung bestanden. Ingenieurswesen. Verdiensturkunde. Zweites Semester. Chemie und Gesellschaft. Zwei Ehrungen. Mechanik. Honors Degree. Integralrechnung für Ingenieure. Matrikulation mit Auszeichnung. Wellenelektromagnetismus und moderne Physik. Immatrikulation mit Auszeichnung. Ich mach das Spiel ja leicht nervös, ne? So mit der Mucke. Ich meine, ich weiß, was das zu bedeuten hat. Ein abgesteckter Stuhl. Da ist nichts. Okay. Ist das eine Hose? Ich weiß nicht. Ist das jetzt wirklich eine Hose? Brauche ich die? Ist das wichtig? Bis jetzt haben wir ein Buch gefunden und diese komische Hose, ne? Oder was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Ich sag jetzt einfach, dass es eine Hose ist. Hier ist nichts. Muss mal gucken, ne? Aber keine schönen Gardinen. Passen auch gar nicht so gut zur Tapete. Naja, okay. Sag mal, Leute, habt ihr hier irgendwo... Irgendwo Batterien? Wie viele kann man denn von diesen Kuscheltieren finden? Also, warte mal. Hier war jetzt dicht, ne? Genau. Hier ist auch dicht. Dann darf ich nach oben gehen. Ist das nicht schön? Da freue ich mich aber. Kann ich gar nicht so gut von hier erkennen, die Bilder. Das sind auch alles ein bisschen merkwürdig, die Bilder, ne? Ein bisschen creepy. Ja, genau. Hier fällt auch überall die Tapete von der Wand. Na gut, das Haus scheint schon älter. Ist das? Kann ich anscheinend nicht durchgehen.
Ja, okay. Ich will da nicht rein. Aber ich muss wahrscheinlich. Sonst geht vielleicht das Spiel nicht weiter. Mach mal wieder zu. Ah, hier haben wir noch was. Wir gucken uns erstmal im Flur um. Dezember 93. Frohe Weihnachten, Großvater. Ich werde dich nicht mehr um das Geld für das Ticket bitten. Ich weiß, dass du es nicht schicken wirst. Habe ich den anderen vorweggenommen? Ich hoffe, das ist eine Statue. Oh, das arme Schäfchen. Kannst du doch nicht machen. Kann ich das auch nehmen? Nein, kann ich nicht. Nee. Es ist nichts mit Verteidigung. Weiß ich nicht, vielleicht müssen wir uns auch gar nicht verteidigen. Bis jetzt ist ja noch nicht so viel passiert. Das habe ich jetzt gesagt. Gleich haben wir den Salat. Ich hoffe nicht, dass er mich besuchen wird. Das wäre schon echt nett. So, warte mal. Nix, nix, da ist. Kann man dran? Nee. George Trevor Architekturrechnung schon wieder. Erstens, der Bau des Herrenhauses Castlewood. Dann steht da die Straße. Vorstudio, Ausstellungsberichte, Skizzen und Zeichnungen. Drittens, Ausführungsprojekt, Gründungsprotokoll, Strukturen, Fundamentpläne und detaillierte Pläne des Bauwerks. Baumanagement, Buch der schriftlichen Aufträge, Grafiken. Bänderings mit Zertifizierung, fünftens Studio in den Montes Aklam, irgendwie so. Aklam, ich weiß nicht. Sechster Bau von mindestens drei geheimen Bereichen und einem Aufzug. Geheime Bereiche? Was hast du denn da? Oh, Leute. This wall's different from the rest. Okay. Ein Klo. Glaube ich. Oder eine Umkleide. Ich weiß, nein, doch, es ist ein Badezimmer. Es sieht so aus. Hier gibt es zumindest Licht. Aber immer noch keine Bitte. Warum? Ja, hätte ich mal nichts gesagt. Ah, hier, guck mal, hier haben wir noch. Ist das nicht schön? Georgie wurde hinzugefügt. So, was ist das? Ich kann es nicht lesen. Es sieht aus, als hätte da jemand ein Bild gemalt. Ja, die Tür machen wir mal wieder zu. Und ich würde auch sagen, ich beende hier den Part. Ha, die ist zu. Aber bis jetzt leider immer noch keine Batterien. Sind also so düster, die Zimmer, ey. Warum? Vor allem, hier gibt es überhaupt keine Lichtschalter. Was ist das? Will ich das wissen? Der Spiegel ist auch ein bisschen gruselig. Achso, hier kann ich bestimmt wieder speichern, ne? Ja, warte, dann nehme ich mir den hier noch mit. Ist von Speichern, habe ich gar nicht gedacht. Oh, hier haben wir noch einen Schlüssel.
Ist das ein Text? Nee. Warte, wir gucken uns hier noch um. März 95, kein Brief zu meinem Geburtstag. 4 Jahre lang, kein einziger Brief, kein Telefonanruf. Du hältst mich in diese Absteige eingesperrt. Ich hoffe, du verrottest. Okay. Weiß es nicht. Schon wieder diese Flasche. Wir brauchen eine Schallplatte, glaube ich. Bestimmt. Oh ne, warte mal. Was ist denn hier? Ich weiß nicht, ob ich hier drauf gehen kann. Kann ich das wegnehmen? Wieso kann ich das denn nicht wegnehmen? Ganz ehrlich, eigentlich brauchst du auch nur dagegen laufen. Nun gut, da wir uns jetzt hier so wunderbar umgesehen haben und das da unsere letzte Tür ist, werde ich den Part jetzt hier beenden und da schauen wir uns dann im nächsten Part um. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.